Bei uns geht es jetzt um eine der höchsten Baustellen der Salzburg im schönen Pinzgau. In den nächsten Monaten wird auf einer neuen Trasse ein Spezialkabel zur sicheren Versorgung der Rudolfshütte im Gemeindegebiet Uttendorf-Weißsee im Pinzgau verlegt. Das bestehende 10 kV-Kabel wurde vor Wintereinbruch 2018 durch einen Felssturz zerstört, sodass die Versorgung der Rudolfshütte aktuell durch ein Provisorium erfolgt. Jetzt gab es den Startschuss für die Bauarbeiten. Per Super Puma Helikopter wurden insgesamt 5 Kabeltrommeln mit einem Gewicht von je 3,3 Tonnen in das Gebiet geflogen. Nachdem die Schneeschmelze vorbei ist, beginnen die Grabungen an der neuen Trasse. Insgesamt werden unter ökologischer Bauaufsicht rund 1500 Meter Kabeln verlegt. Yeah.